was in Prag geschehen ist. Macht rasch die Runde. Die Lage spitzt sich zu. In Berlin treffen sich im November 1989 die Jugendgruppe aus Altenburg mit ihrem Kaplan Ralf und die Leipziger Pfarrerin Annette. Sie stehen am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße und schreien aus vollem Hals: Wir sind das Volk, die Mauer muss weg! Doch wird man ihren Flehruf erhören. Annette und Ralf sprechen zu den Tausenden von Menschen. Sie vergleichen ihre Situation mit dem Volk Gottes in Ägypten. Damals schrien Mose und Aaron zum Pharao: Lass mein Volk ziehen! In einer flammenden Rede ermutigen sie alle zum Durchhalten und warnen gleichzeitig vor jeglicher Form von Gewalt. Denn nicht jeder Zweck heiligt die Mittel. Wir sind das Volk, die Mauer muss weg. 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 Wir haben uns an diesem den Zorn zu senken. Wenn hier auch alle Freiheit sucht, dann hört uns doch zu. Wir müssen uns befreien aus der Krise. Wir sind das Volk, die Mauer muss weg. Wir haben seit diesem Beton zu sehen.